Nicht offen stehen, Rückerrolle spielen. Ja. Er sagt halt, Paddel ist ein bisschen mehr wie Tanzen. Christian? Servus, hi, Moritz. Jo. Christian, grüß dich, alles gut? Freut mich. Bereit für einen kleinen Dreh? Jo. Wunderbar, dann Attacke. Ja, ich darf an meiner Seite den Moritz begrüßen. Moritz, herzlich willkommen. Erstmal vielen Dank, dass ich dich heute hier in Braunschweig besuchen durfte. Nochmal vielen Dank auch für die Teilnahme bei unserem Gewinnspiel. Du hattest einen ganz interessanten Titel vorgeschlagen für das Video heute. Möchtest du den noch mal kurz beschreiben und auch erläutern? Ja, klar, gerne. Also mein Titel wäre gewesen oder ist gewesen Road to Paddle Pro, the next German Legend. Ist eigentlich ganz simpel. Ich bin letztes Jahr in den Kontakt mit dem Paddelsport gekommen und habe gesehen, dass der wirklich noch nicht so stark ausgebreitet in Deutschland ist. Ja. Und vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, noch mal einen Kindheitswunsch von mir zu erfüllen und eventuell mal Nationalspieler zu werden. Dafür sind wir heute hier, ja? Genau, genau. Erzähl doch gerne mal so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, du bist in Kontakt mit Paddelsport gekommen. Wie bist du zum Paddel gekommen? Ich wohne seit 2020 in Spanien oder Ende 2020 in Spanien und ja, Paddel ist da sehr stark verbreitet. Ich glaube nach Fußball die zweitpopulärste Sportart. Mhm. Und da hat man natürlich dann auch viele Freunde im Freundeskreis, die Paddel spielen, die einen mal mitnehmen. Und im letzten Sommer hat es mich dann, sage ich mal, gepackt und ich habe mich sehr für den Sport begeistert. Und spiele jetzt ja schon regelmäßig 3 bis 5 Mal die Woche. Krass, in Spanien. Okay. Und, ja, mehr als ich, ja. Und hoffe, dass es ja irgendwann zumindest ein bisschen wettbewerbsfähiger wird, ja. Und ich oben mal vielleicht sogar gegen dich mitspielen kann. Du, gegen mich spielt man überall mal. Cool. Next German Legend. Hört sich so an, als hättest du auch schon mal nach oben gelugt. World Paddle Tour, hast du da schon mal so ein bisschen verfolgt auch? Ja, habe ich. Ich glaube, dafür wird es leider nicht mehr reichen. Okay. Ist natürlich, ich glaube, jeder, der sich irgendwie für eine Sportart begeistert, guckt auch gerne mal den Profis zu, ob jetzt Herren oder Frauen. Mhm. Ist sehr beeindruckend, was die machen, bin ich noch sehr weit von entfernt, wahrscheinlich auch nach dem Training heute immer noch. Aber ja, nichtsdestotrotz, klar, verfolge ich auch. Hast du da Lieblingsspieler? Ja, ich würde sagen Paquito Navarro. Okay. Auch wenn er eigentlich ein bisschen mehr der Showman ist, ja. Und wahrscheinlich auch deshalb meine Sympathien hat. Ja, ja. Ansonsten, klar, Ale Galan, LeBron. Ja. Also sind alles geile Spieler. Also Favorit würde ich sagen Paquito Navarro, aber eigentlich gucke ich schon gerne alle Spiele. Schon ein geiler Ästhet auf dem Sportplatz sein. Ja. Ja, ja. Was fiel dir jetzt noch zu Paquito? Also wenn du jetzt die Skills jetzt gerade vergleichen müsstest zu Paquito, was wäre das, wo wir heute mit anfangen sollten? Also ich würde sagen heute Rückhand. Okay. Oder ich hatte es ja vorher schon angekündigt gehabt, ich würde gerne ein bisschen an der Rückhand arbeiten. Das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle von mir. Okay. Ansonsten glaube ich auch Überkopfschläge noch mal gerne. Ja, smashen tue ich eigentlich fast nie, bin ich ganz ehrlich. Da fehlt einfach, sag ich mal, die Erfahrung zu. Und das ist auch kein Schlag, den ich jetzt auf meinem Niveau häufig anwenden müsste. Okay. Genau, also ich würde sagen, Rückhand, ein bisschen was, Volleys. Eigentlich kann ich mich, denke ich, noch in allen Bereichen viel verbessern, um cool zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf den Platz, starten wir mit der Rückhand, gucken. Smash ist auch, macht schon auch mal Sinn, den zu schlagen. Insofern gucken wir uns den vielleicht auch noch mal an und dann ja, schauen wir, was wir da so machen können, würde ich sagen. Alles klar, machen wir. Attacke. So, ich würde sagen, wir machen jetzt ein kleines Warm-up, spielen ein paar lange Bälle, ein paar Volleys. Dann gucken wir uns mal die Rückhand an, woran es technisch hapert oder woran auch nicht. Und dann machen wir noch ein bisschen über Kopf, ein paar Smashes und dann schauen wir, was noch so geht, okay? Ja. Also Warm-up sehr gut, ne? Die ersten Schweißperlen kommen. Jetzt gehen wir mal Richtung Rückhand. Ich spiele ein paar Volleys. Du verteidigst hinten sowohl mit der Bande als auch ohne die Bande. Und dann gucken wir uns mal an, woran es bei Rückhand liegt, okay? Alles klar. Vamos. Gut. Wow. Hast du noch? Bravo. Oh. Gut, 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 gut. Ah. Okay, passt schon. Schon viele gute Ansätze, vor allem, was mir sehr gut gefällt, ist der Bewegungsablauf nach hinten, wenn du mit der Bande spielst. Versuch nicht ganz so, versuch eine halbe Sekunde später dich nach vorne erst zu orientieren. Ab und zu hast du es aber so, dass du einfach ein bisschen zu früh schon nach vorne gehst und den Ball am Ende noch hier hast. Rückhand nach der Bande. Mhm. Die Frage war gerade, wo wollen wir den Treffpunkt haben? Du hast ihn jetzt gerade häufig, na, stehst hier so, und hast den Treffpunkt dann ungefähr hier gehabt. Mhm. Stell dich mal so hin. Genau. So, als würdest du den Ball schlagen wollen. So, genau. Jetzt hier. Drück mal hier gegen meine Hand. Mit einem Schläger? Ja, mit einem Schläger. So, hast du hier jetzt Kraft? Geht. Oder hast du da mehr Kraft?
hier mehr Kraft. Da mehr Kraft. Deshalb, da willst du auch den Ball treffen. Ja, weil wenn du den hier triffst, dann hast du nicht die Entfaltung von deinem Arm. Wenn du da vorne triffst, dann hast du den gestreckten Arm und kannst die Power vom Arm mitnehmen. Richtig. Höchster Treffpunkt oben. Genau. Vorne. Gut. Ei. Ja, viel besser. Okay, Rückhand sieht schon gut aus. Ne? Diese kleinen Veränderungen, nimm die mal mit nach Spanien. Und wenn du dann in Malaga wieder mit den Chicos da spielst, dann kannst du das direkt anwenden. Ja. Gucken wir uns noch mal über Kopfbälle an, okay? Mhm. Vamos. Gut. Okay. Wenn jetzt ein Jojo und ein Wunni, wenn die über Kopf spielen, wenn die das machen würden, was du gerade machst, dann würden die nach hier hingehen und diesen ganzen Weg gehen mit dem Schläger. Aber dadurch verliert man Kontrolle, dadurch, dass man diese ganze Rotation nimmt. Die spielen den Ball hier, zack, 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 zack und da. Also die gehen gar nicht weiter nach hinten mit dem Arm. Okay? Besser. Okay. Sehr gut. Hey, geile Einheit. So, fand ich auch gut gemacht. Wirklich auch die Sachen echt geil umgesetzt. Auch das mit über Kopf. Ich glaube, also es hat zumindest optisch, also hat es ein bisschen geholfen. Die Bälle war ein bisschen kontrollierter. Vor allem auch, du brauchst nicht so viel Tempo bei den Überkopfschlägen. Weil du willst ja oft so einen Bandetta, spielst du ja nur, um das Netz wieder zu gewinnen. Je schneller du den spielst, desto schneller kommt der Ball auch wieder zurück, desto mehr Lücken hast du hier vorne. Deshalb langsam ist manchmal auch besser, vor allem je weiter du von hinten den Schlag machst. Ja. Nur, dass du das mitnimmst. Ja. Geil, ich würde sagen, The Next Paddle Pro ist born oder upcoming. Wir sehen uns auf dem nächsten Turnier, Christian. Insofern, wir sehen uns da, hat mich sehr gefreut. Und geil nochmal, vielen Dank nochmal, dass du beim Gewinnspiel mitgemacht hast. Und ich habe gehört, du hast auch einen eigenen YouTube-Channel. Ja, der ist übrigens hier oben verlinkt. da kriegen wir auch ein bisschen was noch hin gerne. Und wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Turnier. Und ansonsten nehmen wir uns in Spanien und machen da mal ein paar Cervezas zusammen. Genau, da gibt es dann keine alkoholfreie Regelung. Sehr gut. Wir haben ja tatsächlich noch einen zweiten Gewinner von dem Gewinnspiel. Hast du an den schon mal einen Tipp oder einen Vorschlag oder irgendwas, was du ihm mit auf den Weg geben willst? Ja, auf jeden Fall. Ist gut. Denn das Training ist anstrengend. Und nimm alles mit an Tipps, was man kriegen kann. Ich glaube, das heute mit der Rückhand war sehr gut. Auch mit der Mandacha. Ich habe auch direkt die Änderung gemerkt. Von daher vielen Dank. Auch vielen Dank nochmal. Gerne. Für dein Engagement, sage ich mal, in der deutschen Paddelszene. Kann man wirklich sagen. Genau. Geil. Top. Jetzt kriegen wir noch ein Bierchen und dann ab nach Hause. Genau. Let's go. Also ich find's geil. Ich bin auch Abonnent. Yeah. Support habt ihr. Yeah. Ich hoffe, du hast auch geliked. Ich like ab sofort jedes Video. Ich werde drauf achten. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wir trinken hier noch unser Bierchen zu Ende. Was heißt zu Ende? Es ist bestellt, aber es steht hier auch schon irgendwo, aber wir dürfen es nicht auf dem Bild haben. genau. Danke dir, dass du mitgemacht hast, Moritz. War echt cool. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir uns in sehr naher Zukunft wiedersehen werden. An euch gerne vielen Dank fürs Zuschauen. Moritz, möchtest du noch ein paar letzte Worte sagen? Dir gebührt das letzte Wort. Ich halte mich ab jetzt raus. Ja, natürlich. Ein Like auf dem Video da lassen, Kanal abonnieren und wir sehen dann den Christian im nächsten Video wieder. So machen wir das.